Hallo zusammen, heute machen wir Folgendes. Heute schließen wir eine Kamera Lens Kit an unser Smartphone. Und warum braucht man das? Das braucht man, wenn man nicht diese super teuren Smartphones hat, die Quad Lens haben, vier Linsen oder so. Dann kann man sich diese Funktionalität mit einer richtigen Linse verbessern. Und zwar für Tele und für Makro ist das eigentlich gedacht. Und ich habe mir das geben lassen, 29 Euro, so um den Dreh rum, zwischen 25 und 29 Euro, so ein Ding über Amazon natürlich. Und ich mache das an meinem, ich probiere es hier am Samsung, Sony Handy mit der Standard-Kamera-App. Was man als erstes machen sollte bei diesem Vorgang, man sollte die Hülle ablegen, ja, weil mit dieser Hülle, da hängt dann dieser Clip schlecht. Jetzt packen wir es erstmal aus. Dann machen wir erstmal ein schönes Auspacken von Grenova. Also, was haben wir hier? Wir haben hier mehrere Sachen. Wir haben hier natürlich hier ein ordentliches Tele, mit dem man richtig in die Ferne gucken kann. 22-fach Mobile Phone Lens mit schön groß, dass ein großer Lichteinfang ist. Dann haben wir hier hinten natürlich, geht es über diese kleine Kappe, schließt man das dann an. Dann haben wir drei verschiedene Linsen. Fisheye Lens, sollte das sein. 25-fach Makro, Wide. Dann haben wir hier diese Klemme mit so einem Einstell und hier, das ist so ein kleines Kit, das man dann braucht, wenn man es für die meiste Aufnahme braucht man eigentlich so ein Ständerle. Dann zusätzlich haben wir hier noch ein Kamera 360 Android Clipper. Wie der funktioniert, weiß ich noch nicht, aber den brauche ich eigentlich nicht unbedingt. Remote Shutter zum Verbessern und frustriert, schön in Deutsch. Einjährige problemlose Rückgaberichtlinien. Kontaktieren Sie uns für ein Gratisgeschenk. Okay. Sehr viel. Anleitung. Quasi Handy, Smartphone aufstelle. In diesen Ring quasi fixiere. Remove all Lens Cover. Also diese Deckele. Slowly screw the lens into the lens clip. Reinschiebe, dann attach the lens to your phone camera using the clip. Make sure that the hole of clip bracket aims at the center of the phone camera. Einfach, dass dieser Clip komplett drauf ist und ordentlich hält. Adjust the focus to enjoy. Hier, before, after. Ordentliche Aufnahme. Wide angle. Before, after und before, after. Mal eine kleine Mini-Untersuchung und zwar will ich ein paar Materialien untersuchen, Materialprobe als auch irgendwelche Bio. Ich gehe erstmal hin, schraube den Screw that part hier ganz ordentlich auf die Klemmen auf. Das heißt, wir halten das vorsichtig. Fisheye ist nicht das, was ich brauche. Ich brauche die Makrolinse. Dann machen wir hier das Cover runter. Ich mache das jetzt hier so einigermaßen rauf. Das hält ganz gut. Und hier haben wir so kleine Schräuble eigentlich zum Auseinanderpressen, damit es fester hält. Das heißt, wenn man das Ding hier von vorne her bewegt, richtig montiert, sodass es ordentlich drauf ist, gleich hier in Sichtweite, dann geht man hin und dann muss man eigentlich den Abstand zur Linse im Gegensatz zum Normalmodus einfach richtig klein machen. Hier gilt das natürlich für meine Partikel. Geht man einfach ran bis ans Molekül.
hier draußen, wenn ich was untersuchen möchte. Jetzt erstmal. Materialverprobung, das heißt, wir haben wieder unsere Linse auf unser Gerät drauf. So was braucht man dann relativ oft, wenn man untersuchen möchte, wie Materialien, vor allem die IC-Chips, richtig verprobt sind, richtig verbaut sind.